Sie sitzen einem erwachsenen Mann gegenüber, der körperlich sehr fit ist und der attraktiven jungen Frauen die Kunst des Schreibens beibringt. Manchmal würde er auch eine mit nach Hause nehmen, um ihr die Kunst der Liebe beizubringen. Nadja? Lydia? Emma? Falls Ihnen noch was einfallen sollte zu dieser Barbara. Sie heißt Barbara, ja, stimmt. Bist du dieser Studentin nachgelaufen? Ich bin Barbaras Mutter. Ich würde gern mit Ihnen reden. Sehr erfreut. Was will sie von Ihnen? Vielleicht haben Sie ja die Leiche der Tochter gefunden. Sie lesen zu viele Krimis. Ich bin sicher, dass sich alles hier auf dem Campus abgespielt hat. Was ist denn los, Martin? Nichts. Sie sind ein Charmeur, ein Don Juan. Sie ziehen Sie an wie das Licht die Motten. Lassen Sie das an, Anna. Anni, du entfernst dich von mir. Ich spüre sowas wie einen elektrischen Strom, wenn Sie mich berühren, Sie nicht. Mach ich Sie verlegen? Du brauchst dir meinetwegen keine Gedanken zu machen. Du bist meine Schwester, ich liebe dich, Punkt. Ich erinnere mich an nichts. Diesen feinen und zarten Wesen die Wahl eines Wortes beibringt, die Erfindung eines Satzes, die Erschaffung eines Rhythmus, um dieses Gefühl der Erneuerung auszudrücken. Was haben Sie für ein Problem? Ich habe nichts mit dieser Sache zu tun.